Hallo Aref und vielen Dank für deine Aufgabe. Hier Nullstellen, Extrema und Wendepunkte von f von x gleich 4x mal e hoch minus 0,5x Quadrat auszurechnen. So, als erstes mal wollen wir uns mit den Nullstellen beschäftigen, denn da kommt ein ganz zentraler Satz bei der Nullstellenbestimmung und natürlich auch nachher für die Extrema und Wendepunkte hilfreich. Das heißt, wir können hier 0 ist gleich 4x mal e hoch minus 0,5x Quadrat hinschreiben. Ja, das ist die Nullstellenbestimmung. Wenn wir die Funktion f von x gleich 0 setzen, kriegen wir die Nullstellen raus. Jetzt haben wir hier ein Produkt und einen e-Teil. Wenn wir uns eine E-Funktion, die kann man sich gar nicht oft genug angucken, ist ja aber auch wirklich so schick. Nee, ist sie nicht, aber ist egal. Jedenfalls kann man sich merken, dass die E-Funktion keine Nullstellen hat. Wenn sie nicht hier hinten noch minus 3, ja, e hoch x minus 3 zum Beispiel, die hat Nullstellen. Aber wenn sie so dasteht irgendwie und zum Beispiel 3e hoch minus 17.133 x hoch 4 plus 2x plus 7, ja, die hat keine Nullstellen. Die geht nur, hat nur Nullstellen, wenn da hinten noch irgendwo was Minus gerechnet wird. Das heißt, wir können hier den Satz vom Nullprodukt anwenden, denn dieses hier ist ein Produkt a mal b. Und ein Produkt a mal b wird immer nur dann Null, wenn entweder a Null wird oder b Null wird. Das heißt, ich kann einmal hinschreiben, 0 ist gleich 4x. Das kann ich ausrechnen durch 4, dann ist x gleich 0. Und ich kann hinschreiben, 0 ist gleich e hoch minus 0,5x Quadrat. Und da kann ich dann entweder einen Antwortsatz hinschreiben und sagen, e-Funktion hat keine Nullstellen oder dieser Term hier hat keine Nullstellen. Denn was müsste ich jetzt machen, um das x hier beziehungsweise das x überhaupt mal auf die Ebene von dem e oder auf die Ebene von der 0 hinzukriegen, müsste ich ja jetzt den ln nehmen, die Umkehrfunktion von e. Und kann mal jemand den ln von 0 ausrechnen? Error, Error! Ja, da kommt nämlich ein Error raus. Und das bedeutet, das bedeutend, dass halt die Nullstelle liegt bei 0 und 0. Denn wenn ich 0 einsetze für x hier, ja, ich kriege ja x gleich 0 raus. Wenn ich 0 dann hier einsetze, kommt ja 0 raus. Ja? Beziehungsweise ist natürlich eines der Kriterien für eine Nullstelle, dass der y-Wert 0 ist. Gut. Jetzt wollen wir uns den Extrema zuwenden. Für Extrema brauchen wir natürlich die erste Ableitung. Und für Wendepunkte brauchen wir hinterher die zweite Ableitung. Und natürlich brauchen wir sogar, aber Phase. Wir rechnen jetzt also die Ableitungen aus. Und zwar, wenn wir bis zu den Wendepunkten vordringen wollen, müssen wir bis zur dritten Ableitung ableiten hier. Das Ganze ist ein Produkt, haben wir vorher schon gesehen. Und mal sagt halt, dass ein Produkt ist. Vor dem Malzeichen ist ein x, nach dem Malzeichen ist ein x. Das heißt, wir kommen an der Produktregel nicht vorbei. Dazu gibt es schon ein Basisvideo Produktregel. Deswegen geht das hier jetzt relativ zügig. F' von x ist gleich 4 mal e hoch minus 0,5x Quadrat plus 4x mal minus x mal e hoch minus 0,5x Quadrat. Weil ich jetzt selber gerade eben gestammelt habe, will ich dann doch mal das Ganze hier nochmal erklären, wie ich jetzt da drauf gekommen bin. 4 ist die Ableitung von 4x. E hoch minus 0,5x Quadrat ist dann einfach abgeschrieben. Plus 4x ist abgeschrieben von da mal. Und e hoch minus 0,5x Quadrat finden wir auch hier wieder. Und diese minus x ist entstanden aus 1 mal 2x mal minus 0,5. 2x ist die Ableitung von x Quadrat. Minus 0,5 ist der Faktor von diesem x Quadrat, der davor steht. Und die 1 hier ist der Faktor, der vor dem e steht. Ja? Das heißt, wir leiten ja e hoch minus 0,5x Quadrat, e hoch minus 0,5x Quadrat. Abgeleitet ist ja nach der Kettenregel. Da haben wir die äußere Funktion e hoch, tralala, und die innere Funktion minus 0,5x Quadrat. Ja, wenn wir also minus 0,5x Quadrat ableiten, dann ist das 2 mal minus 0,5x hoch 1 ist gleich minus x. Das heißt, dieses minus x ist die Ableitung von hier oben und der e-Teil lässt sich ja ableiten,
Da ist er ja ganz stoisch und bleibt einfach sich selbst treu. Aber da auch gerne nochmal das Basisvideo Produktregel angucken. Einfach Produktregel eingeben in die Suche bei Oberprima, gerne auch bei 7load, und dann werdet ihr das Video schon finden. Jetzt geht es hier ins Eingemachte. Wir nehmen dann nämlich bei diesen E-Funktionen, die mit Mal hier in der Produktregel am Start sind, dann nehmen wir den E-Teil und schreiben ihn erstmal vor eine Klammer. Das heißt, wir klammern ihn aus. Dann steht hier 4 plus und diesen Teil hier können wir zusammenrechnen. Dann steht er nämlich nicht mehr plus, sondern minus 4x². Das ist f' von x zusammengefasst. Jetzt wird f' von x gebildet. f' von x ist gleich. Jetzt haben wir das Spiel natürlich hier umgedreht. Das heißt, hier leiten wir jetzt den e-Teil ab. Das ist aber das gleiche wie hier drüben. Das heißt, minus x e hoch minus 0,5x² mal 4 minus 4x² wird hingeschrieben plus e hoch minus 0,5x² wird hingeschrieben mal die Ableitung davon ist minus 8x. Mal kurz kontrollieren, ob ich das auch so habe hier in der Vorbereitung. Jawohl. Und jetzt wird sofort auch hier e hoch minus 0,5x² ausgeklammert. Dann steht da minus x mal 4 minus 4x² minus 8x. Das Ganze wird hier ausgerechnet. Minus 4x plus 4x hoch 3 minus 8x. Minus 4x minus 8x kann man auch zusammenfassen. Das Ganze werde ich jetzt hier in einem Anfall von Wischtechnik werde ich das Ganze jetzt hier machen. Minus 12x in Klammern und da steht noch e hoch minus 0,5x² davor und f' von x schreiben wir da auch noch hin. Ja, damit das Ganze jetzt hier gleich nicht die Tafel springt, werde ich hier diese Hilfsrechnung oder diesen ersten Schritt abwischen und dafür dann e hoch minus 0,5x² mal 4 minus 4x² hinschreiben. Und genauso verfahre ich jetzt auch mit der zweiten Ableitung und der Herleitung. Kannst du ja immer gerne nochmal auf Pause drücken. Und dieses hier wird dann natürlich f' von x, ist dann e hoch minus 0,5x² mal 4x hoch 3 minus 12x. Und dann wollen wir auch noch die dritte Ableitung bauen. Das sind dann natürlich Sachen irgendwie hier, da kannst du jetzt auch auf Pause drücken, das selber jetzt rechnen, erst selber rechnen und dann dir quasi diese Aufgabe danach nochmal reinziehen, beziehungsweise das Video und gucken, ob du richtig gerechnet hast. Das heißt, das so ein bisschen als Kontrollmechanismus. Kannst du auch machen, dir das erst angucken, dann eine Woche liegen lassen und dann das Ganze nochmal selber rechnen und dann gucken, ob du es dann drauf hast. Ja? Nur so als Vorschlag. Das heißt, f' von x ist jetzt gleich minus x e hoch minus 0,5x² mal 4x hoch 3 minus 12x plus e hoch minus 0,5x² mal 12x² minus 12. Jetzt machen wir eine kleine zusätzliche Übung. Wir müssen ja mal ein kleines bisschen mehr dazu packen. Dann haben wir f' von x ist gleich e hoch minus 0,5x². Ist natürlich klar. Und jetzt versuchen wir in einem Schritt diese Zusammenfassung zu machen. Das heißt, aus diesem ganzen Teil bis zum Plus ist das e hoch minus 0,5x² rausgeflogen. Minus x mal 4x hoch 3 ist minus 4x hoch 4. Minus x mal minus 12x ist plus 12x². Plus 12x² steht hier hinten auch nochmal, also es ist plus 24x². Und hier hinten steht nur noch eine minus 12, die soll man auch so da dranbleiben. Jetzt will ich nochmal gucken, ob ich hier richtig gerechnet habe. Ja, nach meinen Aufzeichnungen stimmt das alles. Und jetzt sind wir aber noch nicht bei Extrema und Wendepunkte gewesen. Ja? Aber wir können diese Extrema und Wendepunkte jetzt auch relativ zügig rausfinden. Ich werde diese Zwischenrechnung hier auch hier nochmal abwischen, damit wir dann die Ableitung wirklich alle untereinander haben. E hoch minus 0,5x² mal ist natürlich mehr Schreibarbeit. Minus 4x hoch 4 plus 24x² minus 12. Und dann machen wir natürlich hier das weg. So. Für die Extrema setzen wir das hier 0. Und wer jetzt das noch weiß von den Nullstellen hier, ist es auch hier der Satz vom Nullprodukt. Denn diese Teile hier mit dem E, die werden ja nie 0.
Das heißt, wir können uns bei den Extremer auf diesen Teil hier konzentrieren. Dadurch verliert das ein bisschen seinen Schrecken. Wenn wir jetzt die notwendige Bedingung für Extremer haben, dann haben wir ja 0 ist gleich f'. Und f' ist in diesem Fall dieses ganze Ding. Normalerweise müssen wir das auch so hinschreiben. Kannst du dir angucken bei den Nullstellen, wie man das am besten hinschreiben kann. Oder auch nochmal bei der Lehrkraft vor Ort vorsprechen. Ich brauche hier nur 4 minus 4x² gleich 0 zu setzen. Und wenn ich das Ganze jetzt hier mal mit Wischtechnik rechne, ja plus 4x², dann steht da 4 gleich 4x², dann teile ich durch 4, dann steht der x² gleich 1, dann ziehe ich die Wurzel, dann haben wir x1 gleich 1 und x2 gleich minus 1 als x-Werte für die Extrema. Ja, das heißt, ich habe hier e1 mit 1 und f von 1 und e2 mit minus 1. Und f von minus 1. So schnell geht es nämlich dann mit den Extrema. Ansonsten da auch gerne nochmal das Basisvideo Hochpunkt, Tiefpunkt angucken und so weiter. Für den Wendepunkt, ja, also normalerweise setzen wir jetzt auch noch die 1 hier ein. Und wir wissen ja schon, dass e hoch minus 0,5x² bleibt positiv. Das wissen wir, weil wir die E-Funktion schon studiert haben. Wenn wir die 1 jetzt hier einsetzen, dann steht da 4 minus 12 ist negativ. Das heißt, E1 ist schon mal ein Hochpunkt. Aber da an der Stelle wirklich auch nochmal in das Basisvideo reingucken. Dieses hier ist jetzt schon so ein bisschen so ein Mixed-Up-Video, irgendwie, damit man auch seine Skills ein bisschen checken kann. Ja. Wenn wir hier einen Hochpunkt haben, müssen wir hier natürlich einen Tiefpunkt haben. Wir können das aber auch nochmal checken, indem wir minus 1 hier einsetzen. Kommt hier minus 4 plus 12 raus, ist plus 8. Dementsprechend positiv und E2 ist ein Tiefpunkt. Wenn wir dann die 1 hier oben einsetzen, das kann ich jetzt im Kopf nicht, das können wir dann aber rausfinden, indem wir einfach die 1 hier oben einsetzen, ist 4 mal E hoch minus 0,5. Darf man wahrscheinlich sogar so angeben, aber das sollte man nochmal nachfragen. Jetzt kommen die Wendepunkte. Wendepunkte hat ja die notwendige Bedingung, dass f' von x gleich 0 sein soll. Satz vom Nullprodukt sagt, dieses hier wird nie 0, also brauche ich nur das hier 0 zu setzen. Dann schreibe ich hier 0 gleich 4x hoch 3 minus 12x. Und hier gibt es jetzt das Basisvideo Verfahren zur Nullstellenbestimmung von ganz rationalen Funktionen. In diesem Fall würde man nämlich jetzt x ausklammern, hätte dann dieses hier zur Folge. Aus jedem Term wird x einmal ausgeklammert. Dann haben wir x1 gleich 0. Das ist nämlich hier wieder der Satz vom Nullprodukt. X mal die Klammer wird 0, wenn x 0 ist und wenn die Klammer 0 ist. Das heißt, dann kann ich auch noch hinschreiben, 0 ist gleich 4x² minus 12. Rechne ich plus 12, ist das 4x² gleich 12. Rechne ich durch 4, ist das x² gleich 3. Ziehe ich die Wurzel, dann steht da x2 gleich plus Wurzel 3 und x3 gleich minus Wurzel 3. Aber da es hierzu überall Basisvideos gibt, ist das natürlich jetzt hier ein Refreshment-Video, was der Kuckuck was, ja? Was muss ich jetzt noch machen? Ich muss f' von 0 bestimmen, f' von Wurzel 3, f' von minus Wurzel 3, um dann rauszufinden, was ist hier positiv, was ist hier negativ, was ist hier möglicherweise auch 0. Ja? Wenn ich die 0 hier einsetze, wird das definitiv schon mal negativ. Das heißt, dann ist das hier kleiner als 0 und wir haben einen Wendepunkt. Das ist nämlich dann ungleich 0. Wenn ich Wurzel 3 hier einsetze, das kann ich im Kopf nicht, aber das kannst du wahrscheinlich mit dem Taschenrechner. Und dann kannst du dir auch da nochmal das angucken, wann ist es denn ein Wendepunkt, wann ist es ein Sattelpunkt. Da kann man auch noch Rechts-Links-Wendepunkt unterscheiden. Und logischerweise haben wir dann ja hier die Punkte, nennen wir sie ruhig W1, W2 und W3, so wie hier E1, E2, E3. Das heißt nicht, dass es wirklich Wendepunkte sein müssen, dass ich das durchgerechnet hätte. Habe ich in diesem Fall nicht. Hier haben wir die x-Werte und die müssen wir natürlich jetzt in f von x einsetzen, damit wir hier dann die y-Werte rauskriegen und die Punkte nachher haben, damit wir die Funktion zeichnen können. Ich hoffe, ihr könnt oder du kannst mit diesem Video was anfangen. Deswegen bin ich auch auf Kommentare gespannt und sage erstmal Tschüss.